Japan gedenkt heute der dreifachen Katastrophe vor 12 Jahren. Nach einem Erdbeben der Stärke 9,0 an der Nordostküste, folgte ein Tsunami. 18.500 Menschen verloren dabei ihr Leben. Auch das Atomkraftwerk Fukushima wurde von einer 15 Meter hohen Welle getroffen. Nach dem schlimmsten Atomunglück seit Tschernobyl sind die meisten Atomreaktoren in Japan abgeschaltet. Doch unter dem Eindruck der Energiekrise ist die Atomkraft wieder auf dem Vormarsch. Solarstrom für eine Gedenkveranstaltung heute in Tokio. Ein kleines Zeichen für eine Zukunft ohne Atomenergie. Doch davon ist Japan auch 12 Jahre nach dem Super-GAU von Fukushima weit entfernt. Die Anti-Atom-Bewegung, die damals Tausende versammelte, mobilisiert heute nur noch wenige. Ich will, dass die Atomkraft verschwindet, nicht nur wegen Japan. Ich habe gemischte Gefühle. Wie soll man Energie erzeugen, wie den Bedarf decken, wenn es auch unkontrollierbare Naturkatastrophen gibt? In das Gedenken heute mischt sich Verunsicherung. Ohne Atomkraft keine stabile Stromversorgung, so argumentiert die Regierung. Sie will abgeschaltete Atomkraftwerke zurück ans Netz holen. Der Anteil der Atomkraft am Strommix soll so bald wie möglich wieder steigen, von 7 auf mehr als 20%. Dabei sind die Probleme am Standort Fukushima noch nicht gelöst. Die Bergung des geschmolzenen Kernbrennstoffs wird wohl 40 Jahre dauern. Auch große Mengen verstrahlten Wassers lagern auf dem Gelände. Mehr als 1 Million Tonnen Kühlregen und Grundwasser haben sich angesammelt. Es wird gefiltert, kann aber nicht vollständig von radioaktiven Teilchen gereinigt werden. Trotzdem soll es ins Meer abgelassen werden, noch in diesem Sommer.